Rockstar Game Studios. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Skyrim für alle Rollenspielfans und die, die welche werden wollen. Und ich will ja gleich auch schon mal eine Ankündigung machen, ich werde das mindestens so lange zocken, bis Guild Wars 2 rauskommt am 28.08., wenn der Termin nicht wieder verschoben wird. Ich hoffe mal, es wird euch gefallen und ich würde sagen, wir starten gleich mal in ein neues Game und beginnen das Abenteuer. Viel Spaß beim Intro. Ach ja, der Ladescreen. Der wird dank meinem schönen PC wahrscheinlich immer ein bisschen länger ausfallen. Ich hoffe mal, es stört nicht. Zieht zwar immer so ein bisschen den Spielfluss raus, aber egal. Kann man mit leben. Wer will, kann ich auch mal schnell den Text durchlesen. Ist immer interessant. Also viel Spaß beim Intro. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windwellen? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara, Ibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Ja. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Oh! Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb.
Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht um Bogen schützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? So, und damit herzlich willkommen in der Charaktererstellung und nochmal ein herzliches Willkommen zu Let's Play Skyrim. Ja, ich habe mir gleich schon ausgesucht, was ich machen will. Ich werde mir einen Kampfmagier machen und finde dafür ist der Bretone sehr gut geeignet. So, haben wir hier das schon mal gewählt und weiter geht's. Geschlecht, natürlich ein Kerl. Vorgaben. Habe ich mir schon was Nettes, Hübsches rausgesucht? Mal sehen, wo haben wir es denn, was wir hier schon bearbeiten können? Den hier. Genau den will ich bearbeiten. Hier noch ein bisschen Gewicht drauf. So, dann gucken wir mal. Gesichtsfarbe, Schmutz, Schmutzfarbe, Narben. Nein, nicht bis ganz nach hinten. So, haben wir das Geld. Das ist gut. Kriegsbemalung. Das ist auch cool. Farbe der Bemalung. Nehmen wir mal. Oh, ein richtig schnickes Rot. So, Gesicht, Nasenart, Nasenhöhe, Nasenlänge, Kieferbreite, bla bla bla. Braucht kein Schwein. Lachfalten. Lachfalten, hallo? Nasenfarbe, Kinnfarbe, Halsschau, Schinnfarbe braucht auch kein Schwein. Augenform. Guck mal ein bisschen, macht die mal vernünftige Augenform hier. Guck mal ein bisschen normaler. Das doch mal eine normales Auge. Oh, was richtig geiles hier. Komplett schwarz. Ja, komm, ist doch mal Hammer. Brauchen wir es nicht? Zu dem Braun. Ich finde die Braun sind schon ziemlich cool. Mund brauchen wir auch nicht. Dann nehmen wir mal die Haare. Irgendwas, was so ein bisschen nach Magier aussieht. Nee, das ist doof, bla bla bla. Komm schon irgendwas. Ja, es sieht auch nach Magier aus hier. Bart. Ja, ist doch mal ein ordentlicher Bart. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Haarfarbe. So einen alten Greis will ich auch nicht haben. So ein Blond, das ist doch mal schön. Kann man hier das Alter einstellen, dass wir mal ein bisschen hier ein bisschen jünger rüberkommt? Nö. Geht natürlich erstmal nicht. Egal. Das sieht auch gut aus. Mit dem spielen wir jetzt. Mit dem machen wir unser Abenteuer. Ich hoffe mal, es wird richtig episch. Ja, mal zum Namen. Da der Name eh keine wichtige Rolle spielt in diesem Game, nehmen wir einfach mal meinen. Und weiter geht's. Ihr kommt aus Daggerfall, Bretone. Auf der Flucht vor irgendwelchen Hofintrigen. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Hochfels zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Hm.
Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Bretone, ihr seid dran! Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen.